Ja, hallo und herzlich willkommen bei Vier Reifen und ein Klo. Ich möchte euch heute mal wieder ein Zubehör vorstellen. Das ist in dem Fall einmal die Omnia-Tasche, weil oft weiß man ja nun mal gar nicht, was für Zubehör es alles gibt oder ob man es braucht. Und im Fall der Tasche, was passt da überhaupt alles rein? Also ich kann euch auf jeden Fall die Tasche vorstellen. Allerdings, ob ihr es nachher braucht, das müsst ihr selber entscheiden. Denn ich kann wirklich nur einmal zeigen, wie sie aufgebaut ist, aus welchem Material sie ist, was alles von Omnia selber schon da reingeht und was ihr vielleicht noch an anderem Zubehör da alles reinpasst. Ja, wie ihr jetzt seht, habe ich einiges an Omnia-Zubehör mal hier aufgebaut, um euch einfach mal zu zeigen, wie man das in die Tasche am besten packt, sodass es platzsparend ist und wie man das auch alles reinbekommt. Die Tasche ist übrigens aus Polyethylen. Die hat einen Durchmesser von 29 cm und eine Höhe von ca. 17 cm. Hat zwei nette Tragegurte, die könnt ihr schön auch mit rumschleppen. Einen sehr stabilen Reißverschluss. Also den habe ich auch schon etliche Male auf und zu gemacht. Und der hakt nicht, der klemmt nicht, alles super. Von innen könnt ihr die auch auswaschen. Da ist, von außen ist ja ein etwas anderes Material und von innen ist mehr eine Kunststofffolie eingearbeitet, die ja auch, wenn da mal Krümel drin sind, Staub drin sind, da passiert ja immer mal, dass irgendwas reinplumpst, dann könnt ihr das einfach auswaschen. Und super gearbeitet mit der Idee und von daher auch sehr praktisch. Die kann man auch super klein machen, wenn man die mal nicht braucht oder aus irgendwelchen Gründen gerade stört und ihr habt nur eine kleine Kiste, dann macht er die ganz klein und dann ist die auch schon futsch. Aber es bleibt ja eigentlich, bleibt ja immer ein bisschen Zubehör drin. So, jetzt packen wir da mal einiges an Zubehör rein. So, wir haben jetzt den Omnia-Backofen. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal die Silikonform reinmachen. Wenn ihr habt, dann auch noch eine Due. Das ist ja die zweifarbige Silikonform, die es im Doppelpack gibt. So, zum Thema Silikonform habe ich übrigens auch ein Video gemacht, verlinke ich euch mal. Dann wisst ihr auch, warum man die braucht, warum es verschiedene Farben gibt und ähnliches. Jetzt schlage ich euch vor, nehmt bitte das Aufbackgitter, packt es rein. Ich benutze ja immer noch mal netterweise so eine Aufbackfolie, die ist jetzt nicht original von Omnia, habe ich mir selber gemacht. Ist auch noch mal als Tipp in dem Silikonvideo genannt, da könnt ihr mal reingucken, dann seht ihr was. Und wer noch hat eine Muffinform, die kann man ja so klein machen. Die haben ja so Pop-Ups, nennen sie das. Und die könnt ihr ja ganz klein reindrücken. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, die hier drauf zu packen. So, dann habt ihr schon mal alles drin. Jetzt würden viele daherkommen und den Omnia so zusammenpacken und den so reinstellen. Ist eine logische Möglichkeit, ist auch Platz genug. Ich rate euch aber, packt den Deckel hier rein und packt den Deckel so drauf. Also das Unterteil ran, packt den Deckel so drauf. So, jetzt packe ich das erstmal ohne Deckel rein. Also da ist noch eine Menge Platz, der ist gerade mal halb gefüllt, aber da kommen wir gleich mal zu, wie ihr das noch voll kriegt. Das Thermometer lege ich immer in die Mitte, weil da kann nichts passieren, der ist geschützt vom Omnia, passiert gar nichts, kann nicht kaputt gehen. Deckel drauf, zumachen und schon habt ihr eigentlich das notwendige Omnia-Zubehör dabei. Allerdings, es gibt noch ein Zubehör, was nicht fehlen darf. Das sind natürlich unsere Rezeptbücher. So, die Bücher packe ich immer, das müsst ihr auch nochmal rausnehmen, immer nach unten. Dann könnt ihr die auch so ein bisschen rumschieben. Wir haben ja mittlerweile 12 Rezeptbücher geschrieben. Alle für den Omnia-Backofen, alle einfach, alle easy, alle für Anfänger geeignet. Und jetzt packt ihr den Rest einfach wieder drauf. Thermometer nicht vergessen, wer es hat. Und jetzt habt ihr alles an einem Ort. Mit Rezeptbüchern, mit Omnia, mit Backofen, mit Silikonform, mit Aufbackgitter, Muffinform und Thermometer. Alles zusammen. Ja. Es passt sogar noch ein Löffel rein. Den legt ihr einfach nur oben drauf. Reißverschluss schließen. Und alles ist drin. Ich mache den Löffel allerdings nicht da rein, weil ich den überall benutze. Ich habe den zu Hause, ich habe den Fahrzeug, ich habe die hier. Und deswegen
brauche ich den nicht unbedingt beim Omnia, weil der immer in der Küche irgendwo rumfliegt. So, jetzt gibt es aber auch noch eine andere Omnia-Form. Haben vielleicht viele noch gar nicht mitbekommen. Manche vielleicht schon, manche haben ihn auch. So, erstmal das wieder ausräumen. Es gibt nämlich die Maxi-Form. Und auch die Maxi-Form passt rein. Das heißt, den ganzen Kram, den wir jetzt gerade zusammengebaut haben, den stellt ihr einfach in die Maxi-Form. Alles wieder rein. Thermometer. Deckel drauf. Ach, der Löffel passt auch noch rein. Passt auch noch rein. Alles passt rein. Machen wir ihn da. Und verschließen. So. Passt auch noch alles rein. Ihr kriegt auch noch ein paar Bücher davon rein. Ihr kriegt nicht alle rein jetzt, weil der Maxi ja ein bisschen an Platz wegnimmt. Aber man kriegt alles unter. Jetzt habe ich euch einfach mal vorgestellt, was alles reinpasst. Und dass die halt auch sehr praktisch ist, dass ja was für ein Material die ist und wie groß die ist. Warum ich diese Tasche gut finde, ist einfach, da ist alles drin. Als am Anfang die Tasche rauskam, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir gedacht, für was braucht man die? Ist sie notwendig? Muss ich die haben? Ich stand mit dem Teil am Anfang ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich sagen, weil ich die schon ein bisschen überflüssig fand. Aber jetzt, als ich die dann im Wohnmobil im Einsatz hatte und ich habe die nur deswegen reingenommen, weil ich habe die ja nun mal auch unter meiner Spüle, da habe ich ja so einen Topfschrank und da klappert ja alles, da klappert alles. Und ständig, wenn man den aufmacht, will den Omnia rausnehmen, dann fällt ein Deckel runter. Und da ich ja mindestens drei Omnias drin habe, fällt auch mal drei Deckel runter. Und dann habe ich die Tasche genommen, ach, und es war ruhig. Es war so eine angenehme Stille im Wohnmobil, weil die ist einfach geschützt. Man hört nichts mehr, der Deckel fällt nicht mehr runter, er bleibt drin. Und das fand ich eigentlich total gut, wo ich dann gesagt habe, die ist doch ganz praktisch. Ich habe, wie gesagt, diese Tasche auch im Einsatz. Das ist auch eine von mir. Auch mit diesem Inhalt, außer mit dem Löffel. Den habe ich ja überall. Aber ich habe nicht nur eine Tasche. Moment. Ich habe noch eine Tasche. Moment, ich bin noch nicht fertig. Und noch eine. So. Ja, das ist mein persönliches Omnia-Zubehör. Und damit ich auch weiß, was da alles drin ist, habe ich die personalisiert. So, könnt ihr das alles schön sehen? Und das. Und die natürlich auch noch. Das ist eigentlich die, die ich immer hin und her schleppe, weil ich ja manchmal auch, ich bin ja in der Woche hier in meinem Küchenstudio, manchmal bin ich aber auch dann zu Hause am Wochenende, aber auch da werde ich dann hin und wieder was testen, was ich in der Woche nicht geschafft habe. Und dann ist das mein Täschchen, das mit nach Hause kommt. Die werde ich auch noch personalisieren, dann steht dann at home. Aber es muss nicht immer langweilig sein. Ihr könnt natürlich eure Taschen bemalen, bekleben, wie euch lustig ist. Von daher sind die auch noch ganz nett. So, jetzt wisst ihr also, was alles in die Tasche reingeht, wie viel Platz sie eigentlich hat, dass da auch die Maxi-Form reingeht und die kleine Form, das sämtliche Zubehör und etliche Rezeptbücher. Ja, das ist das, was ich euch vorstellen wollte. Und ja, die Tasche hat eine Daseinsberechtigung. Und die Tasche ist echt praktisch. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Bringt Ordnung in eure Omnia-Welt. Ich kann da was empfehlen. Und wir sehen uns das nächste Mal im Video.